Hallo liebe Freunde, ich grüße euch zu einer weiteren Folge von Transport Fever 2. Ja, wir haben hier ja schon viele Passagiere. Die besonders von hier nach Max City rüber wollen. Ich denke, da wird es glaube ich Zeit, dass wir da größere Busse installieren. Mal schauen, haben wir hier überhaupt andere Busse? Nee, wir wollen sie nicht klonen gewähren. Fahrzeuge, ja, die können wir gar nicht ersetzen, weil wir haben gar nichts Besseres. Das heißt, wir werden die dann wohl klonen. Ja, den Durchsatz noch zu verbessern. In Mike City. Mit den Personen sieht sie ja eigentlich auch noch nicht so gut aus. Ja, ich habe übrigens noch die Hannover jetzt richtig geschrieben. Und Duisburg. Ja, die Linien sind noch nicht ganz zufriedenstellend, was das angeht. Weil viele machen hier immer noch ein bisschen Minus. Vor allem die hier. Die Linie nach Duisburg. Lebensmittel Duisburg, die macht auch noch keinen Umsatz. Die Fahrzeuge sind, glaube ich, eh erst auf dem Hinweg. Ja, die düsen jetzt langsam hier runter. Sie müsste dann langsam auch Lebensmittel nach oben kommen. Ja, die haben noch gar nichts hier. Doch, die nehmen jetzt schon was mit. Ja, eins zumindest. Ich glaube, wir müssen hier auf der Linie einfach noch mehr Fahrzeuge raufsetzen. So wie es da aussieht. Lebensmittel Duisburg. Ich würde hier die Fahrzeuge gleich mal im Handumdrehen verdoppeln. Weil wir die Fahrzeuge einfach benötigen. Was wäre denn hier für eine Riesenschlange rein? Ah, das sind die Busse, okay. Hier haben wir jetzt 8 Leute, die nach Hannover wollen. Da könnte man sich vielleicht überlegen, mal einen Bahnhof hinzubauen. Derweil hier oben oder so. So hier oben raus können. Weil da haben wir ja, glaube ich, was haben wir hier? E-Industrie. Da ist die Lärmbelastung eh nicht so schlimm. Ja, hier ist es eben schon relativ hoch, was die Lärmbelastung angeht. Vor allem halt schon wegen den Trams vor allem. Um das werden wir uns erst später kümmern. Ich würde sagen, wir machen hier oben irgendwo den Bahnhof hin. Den Zop, den können wir ja dann später noch da oben hinsetzen. Das ist ja nicht der endgültige Platz von diesen beiden Teilen. Zop 2, das ist unser zweiter Zop, den wir haben. Ich hoffe, dass wir da noch besser jetzt wieder ins Plus kommen. Sieht eigentlich nicht schlecht aus. Wir haben ja immer generell ein bisschen eingenommen.
Ja, die Einnahmen sind zwar da, aber noch nicht so, wie wir es gerne hätten. Gut, wir haben natürlich jetzt auch relativ viel gebaut. Dem her ist das auch noch halt das Problem. Ich hoffe halt einfach, dass hier die langsam mehr oder weniger. Du kannst schon mal drehen. Du auch. Dass die sich hier ein bisschen verteilen. Das geht für die Lebensmittel. Ja, und die Stadt soll ja hier jetzt auch schon wachsen. Ja. Population geht nach oben. Ist ja auch das, was wir wollen. Die werden eigentlich die Busse hier. Ja, die machen ein gutes Plus. Innerstädtischen Buslinien. Ja, so ein großes Plus haben wir jetzt auch noch nicht wirklich. Aber das Konto füllt sich langsam wieder. Hier unten haben wir halt relativ viele Fahrzeuge drauf. Der fährt eh mit 0 rum. Da müssen wir vielleicht ein paar Fahrzeuge dann runternehmen. Aber eigentlich sollen die primär ja hier das Lebensmittel dahin bringen. Für Duisburg. Weil wir haben hier ja in der Nähe von Duisburg noch hier noch die Verbindung mit Baumaterial, was wir hier noch machen könnten, wäre, dass wir hier müssen wir aber Steine haben. Steine haben wir da hinten. Also das wäre zwar auch noch machbar, dass sie die vielleicht sogar hier hin liefern und dann können die Steine nämlich mitnehmen. Dass wir die irgendwie hier noch vorbeifahren lassen, die Steine abliefern und dass wir die hier dann mitnehmen. Da drüben rein. Mal gucken, wie wir das am ehesten machen. Ich würde mal hier für Mike City mal einen Bahnhof installieren. Denke, das können wir langsam mit einem Zug, mit einer Zuglinie machen hier unten. Sich das Tramdepot wahrscheinlich noch ein bisschen verschieben. Jetzt gerade kurz machen. So, hier das Tramdepot ein bisschen anders hinsetzen. Vielleicht sogar hier drüben. Lassen wir da irgendwie da rausgehen, da rein. So am Strand. Da kommt es uns am wenigsten nicht in den Weg. Ich denke, für Mike City wird es langsam, glaube ich, Zeit für einen Bahnhof. Dann werden wir hier aber die Linie noch ein bisschen umbauen müssen. Weil ich da nämlich den Bahnhof hin haben möchte.
heißt, wir werden hier die Straße kurzerhand ein bisschen hier hinten durchbauen. Würde ich mal sagen. Das von hier hergehend machen. Dass die hier wie eine Abkürzung bekommen. So, sollte die Linie, glaube ich, schon angenommen sein. Ja, da müssen wir einfach nur noch die Wegpunkte löschen. Sollte das eigentlich auch funktionieren? Ja, und schon funktioniert das wunderbar. Gut, dann würde ich sagen, wir machen hier mal den Bahnhof hin. Mal schauen, was wir da so bekommen an Bahnhof. Und 20 Meter Bahnhof darf es dann schon sein. Wir legen irgendwie hier schon mal so in die Richtung bauen. Wir machen den aber gleich mal zweigleisig. Wir müssen den wahrscheinlich dann immer noch weiter ausbauen. So schön sieht jetzt der Bahnhof, ehrlich gesagt, auf den ersten Blick auch nicht gerade aus. Ja, können wir dann immer noch schöner bauen. Für den Anfang reicht's mal. Dann machen wir hier gleich mal die Straße vorne hin. Gerade durchbauen. Ja, da kommen wir, glaube ich, nicht ganz vorbei, so wie ich das sehe. Ja, doch, wir kommen da vorbei. Ziemlich gerade sogar. Der hat natürlich. Ja gut, der ist im Einzugsbereich. Das geht eigentlich, dass die hier rüberlaufen können. Wir können hier vielleicht einfach eine 30 km/h Straße reinsetzen. Noch so als Verbindungs. Ja, das wollte ich jetzt nicht bauen. Würde den hier als Verbindungsweg haben. So. Hier vorne werden wir die Tramgleise noch ein bisschen umlegen. Dass wir hier besser rauskommen mit den Gleisen. Das wird noch relativ wichtig sein. Wir werden das mal hier machen, dass wir hier irgendwie das rüberbauen. So, dann können wir da oben die Gleise schon mal kappen. Oh. Ah, steht der hier natürlich im Schilf draußen. Na, das wollten wir jetzt nicht wirklich. Na, come on, die ist weg. Gut. Düsen die nämlich schon mal da unten lang. Da können wir hier nämlich die Straße mal wegreißen. Dann können wir hier mal schauen, wie wir das machen mit den Gleisen. Wir haben hier. Ja, wir bauen das mal mit Oberleitung schon.
Macht das irgendwas aus? Oh, mit oder ohne? Ja, das macht schon was aus. Mal rausdüsen. Hier mal schon gerade rüber. Weil das wird am Anfang jetzt eh kein Zug werden mit elektrisch. Es wird eher mal noch ein dampfgetriebener Zug sein. Wir können eigentlich auch neben den Zop hin. Da unten ran. Allerdings auf die Seite gehen. Also den mal hier nebenhin setzen. Machen wir aber da noch eine Straße zwischen rein. So. Das ist, glaube ich, der Güterbahnhof. Ja, müsste ja zumindest sein. Und dann drehen wir das Teil mal. Wieder ran. So. Können wir hier nämlich auch schon mit den Gleisen rausdüsen. Das ist zwar ziemlich weit unten, was das angeht. Es geht schon direkt ins Tunnel rein. Sind wir anscheinend irgendwie so nah. Wird bis hier hinten ein Tunnel werden. Einfach so bauen. So. Gut, dann haben wir die nämlich schon fertig gebaut. Jetzt fehlt hier noch die Kreuzweiche. Das, wenn wir das so bauen. Das sieht irgendwie ein bisschen komisch aus. Ich denke, wir machen, bearbeiten hier den Berg noch ein bisschen. Der hier den Zug ein bisschen besser sehen. Ich habe es hier, ja, doch habe es schon relativ gut hinbekommen. Noch ein bisschen wenig. So. Denke ich mal, das sollte eigentlich passen. Das Portal hier hinten ist. Ja, sieht doch noch eigentlich cool aus. Dann machen wir hier mal die Weiche hin. Das muss eine relativ lange Weiche sein. Wenn wir hier mit 120 raus wollen. Aber es geht. Dann können wir das eh nicht machen, da haben wir nämlich nicht so viel Weg. Wir können hier immerhin bis zur Straße rangehen. Jetzt habe ich nur das falsche Gleis erwischt. Zuerst das hier nehmen sollen.
Genau, Signalchen können wir auch setzen, dass der eh hier warten soll. Da gibt es hier unten die beiden Signale auch noch. Natürlich hier vorne. Gut. Ja, dann hätten wir unsere erste Zuglinie schon mal. Hier von Hannover Richtung Mike City. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da oder ein Abo. Und dann hoffe ich, ihr seid in der nächsten Folge auch wieder mit anwesend. Ja, wenn wir dann die erste Zuglinie vielleicht in Betrieb nehmen. Bis dann, alles Gute und bis dann. Tschüss.